Jede Witzke. Ja, Dreigestirn empfangen, mit das Schönste in dieser Jahreszeit, was man nur machen kann. Normalerweise wäre das im Frinkstreff, also unser Begegnungsrestaurant für Obdachlose, Nicht-Obdachlose und Kümmerstädte. Und wegen Corona ist klar, ne, ist ein bisschen zu eng. Und wir haben gesagt, okay, wir machen Frinkstreff und Residenz an der Lutherkirche. Und das ist schön gemütlich bei uns in der Kirche, ist viel Platz und wir haben viel Spaß. Ihr seid für uns Kölsche Helden. Das seid ihr wahrhaftig. Das ist Herzblut, das ist Liebe, das ist Energie. Das macht unsere Stadt aus. Ich freue mich über euch als wunderbarstes, herrlichstes, schönstes Dreigestirn Köln seit ewigen Zeiten. Dann haben wir gesagt, das ist eine große Sache, mit dem Dreigestirn in den Gubbio zu kommen. Also, herzlich willkommen. Ich tue mich ehrlich freue, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr, dass wir gleich zum Impfzentrum fahren, einfach um ein Zeichen zu setzen und den Menschen einmal danken, die sich da tagtäglich für uns alle einsetzen, sich engagieren und ihren Beitrag dazu leisten, dass wir vielleicht in 2023 wieder den Karneval genauso feiern können, wie wir es aus 2020 und davor gewohnt sind. Wir machen heute eine Brauhaustour. Wir wollen uns einfach mal bei den Wirtsleuten bedanken, auch für die Unterstützung und für die enge Partnerschaft, die sie zum Kölner Karneval haben. Und es sind einige Termine heute in der Altstadt und wir schauen mal, wie das so weitergeht. Ich sage Dr. Goebbels, man brauche Medizin, denn Durst zu haben ist viel schlimmer als Ping. Ja, Durst ist schlimmer, Durst ist viel schlimmer als Ping. Ja, ist schlimmer, dass wir niemals anders sind. Durch ist viel schlimmer als Ping. Durch, dass wir niemals anders sind. Durch, durch ist viel schlimmer als Ping. Das wird niemals anders sein. Denn Dusch ist viel schlimmer als Ping. Wow! Ich bin ganz überrascht und überglücklich. Wunderbar! Mit 90. Wir haben mit dem Dreigestirn schon sehr früh mit dem Training angefangen. Das ist ja Schauspieler, die in ihre Rolle reinwachsen. Der Prinz, boah, die Sonne geht auf. Der Bauer, boah. Und die Jungfrau, und das ist so schwer. Ja, wir haben fleißig geübt und die waren fantastisch. Das ist wie Weihnachten. Alle Glückstage auf einmal. Ich fand das so, so toll. Also, ich kann gar nicht mehr sagen. Ich bin überglücklich und dankbar. Vielen Dank.